nicht viel, eine Katze zu zähmen. Wie geht es dir? Perfekt. Seit du den letzten Kurs verlassen hast, hat er dir nichts gesagt. Du stößt auch jeden vor den Kopf, oder? Sie fragen nie höflich genug. Wie geht's denn Robin? Robin ist okay. Darf er schon alleine raus? Oder hat Daddy immer noch ein Auge auf ihn? Er kann auf sich aufpassen. Darauf wette ich. Er ist eher ein gestandenes Wunder, wenn du verstehst, was ich meine. Tu ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstehen will. Komm schon, mach dich locker. Wir sind fast fertig. Wie ist es so da draußen? Es ist schlimm. Du könntest einfach verschwinden. Für immer Held spielen geht nicht. Ich kann es versuchen. Könntest du. Aber es gibt ja nur einen Ort, zu dem deine kleine Märtyrerfantasie will. Ha! Abschlussprüfung. Süß. Wollen wir? Auf jeden Fall. Ach, da ist da die Tür. Natürlich, die grün leuchtet, ist ja klar. Das war's. Noch durch einen Ring springen und ich bin frei, um Gotham auszurauben. Du weißt schon, sicherstellen, dass alle rauskommen. Zuerst checke ich die Museen. Ja. Irgendwie sieht's mir so aus, als würden wir hier rein müssen. Das Riddler-Viereck. Ein Rätsel, das Einflüsse von Zauberwürfeln des 20. Jahrhunderts und von Folterinstrumenten des 15. Jahrhunderts vereint. Okay. Wenn Eddie wollen würde, dass wir Schach in Lebensgröße spielen, hätte er uns mehr Figuren geben sollen. Ich denke nicht, dass das der Plan war. Ich bin am Überlegen. Okay. Gut. Ich kann... Okay, kann ich dann hier vielleicht was... Was muss ich eigentlich machen? Ich schaue mich hier erstmal genau um. Huch, meine Güte. Ich schätze, ich gehe dann wohl nach Hause, Eddie. Es wird einen Weg hineingeben. Ja, dann gibt es bestimmt. Okay. Die Frage ist bloß, was mache ich hier? Hey. So, hier könnte ich ja... Nee. Die ranziehen. Ich will wahrscheinlich den da freikriegen. Ein Rätsel. Wie kannst du mein Spiel spielen, wenn du doch ausgeschlossen wurdest? Okay. Das haben wir jetzt so. Damit hätten wir hier eigentlich einen frei. Ach, warte mal. So? Nee, ich glaube, ich sehe es richtig rum. Ach Quatsch, das ist ja falsch. Wenn ich mir den jetzt ziehe... Ja, dann bin ich ja immer noch... Ihr könnt nicht hindurch, Kinder. Und nein, auch nicht darunter durchgraben. Gut. Ach, warte mal, was passiert denn, wenn ich das so mache? Okay. Wir müssen einige der Würfel anhalten, wenn ich die Ladung abfeuere. Ich würde sagen, das ist mein Job. Kommst du da rein? Kommst du da rein? Also hier nicht. Und hier auch nicht. Okay. Okay.
Ach, warte mal, da ist ein Distanz-Hacking-Gerät. Port. Portal. Was auch immer. Kriegen wir das vielleicht gehackt? So. Mr. Plan. Nee, das ist nicht das Richtige. Ah, Masterplan wahrscheinlich. Interessant. Oh, Objekt zu klein. Objekt außer Sichtweite. Ah, sehr schön. Die soziale Niete. Haben wir denn hier noch irgendwas? Okay, hier ist nichts mehr. Okay. Wie lösen wir das? Okay. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie wir die hier... Nebula! Ja, schwing das Handgelenk. Aber das ist das Problem. Okay. Nee, das ist das Falsche. Das ist auch das Falsche. Das ist das Richtige. Warte mal. Nee, falsch rum. Wir wollen es natürlich ranziehen. Wegdrücken. Auch nochmal wegdrücken. Und das wollen wir auch wegdrücken. Aber wie kriegen wir das? Erschreckend. Okay, über die Decke kommen wir auch nicht. Ah, warte. Ah! Hierüber kommen wir rein. Sehr schön. Okay. Okay. Ich würde ja gerne den hier so ranziehen, aber das geht nicht. Ist doch. Ja. Wie machen wir das? Ah, wieso ist das angehoben geworden?
Okay, da bin ich nicht schnell genug. So, da unten komme ich aber auch nicht hin. Da ist nichts. Es müsste der hier frei werden. Ah, da darf ich natürlich nicht reinlaufen. Kann ich da runterklettern? Aber das bringt mir ja nichts. Okay, ich habe mal eine Idee. Okay, das war die falsche Idee. Okay, jetzt habe ich's. Nicht erschrecken. Das war der falsche. So. Ich gratuliere. Jetzt lass uns gleich zum Punkt kommen. Okay. Verdammt! Das soll ein Rätsel sein, Eddie? Also wirklich. Man gewöhnt sich dran. Wah! Anfängerglück! Intensivieren wir das Ganze! Och nö, ne? Gut, wie machen wir das denn? Brauchst du erstmal eine halbe Stunde, um das... Ja. Zu verstehen? So. Das ist schon nicht schlecht. Aber wir brauchen... Nee, eigentlich brauchen wir gar keine Hilfe mehr. Eigentlich könnte ich... schon hier oben bleiben. Und rein. Und da brauchen wir... Nein. Den und da brauchen wir den. Nein, auch nicht. Den hier. Okay. So, nu? Das ist immer noch kein Rätsel, Eddie. Du hast es nur noch nicht herausgefunden. Das ist es. Das Ende. Das letzte Rätsel. Okay. Gut, dann machen wir das erstmal, ja, auf die ganz unverblümte. Ach, Mist, ich will doch da einfach nur langschießen. Okay, einen haben wir schon. Die Frage ist jetzt... Na, ich glaube, das war andersrum besser. So. Okay. Diesmal musst du wieder rein.
Okay, warte. Ja. Wenn das geht, dann ist ja gut. Okay. Gut, dann nehmen wir den hier, machen den fest. Nein. Erledigt. Der Schlüssel ist beim Eingang. Los. Oh, du kleiner Charmeur, du. Warte kurz, damit ich mich fangen kann. Ah, ich finde das immer schön zwischen den beiden. Und der letzte Schlüssel. Wärst du so freundlich? Weißt du, was das Schlimmste daran war? Sie sah billig aus. Also, mein Hübscher, worauf warten wir? Oh Mann. Und jetzt verprügeln sie ihn beide. Ach nee, jetzt kommen wahrscheinlich nochmal 1000 Roboter, ne? Wurde eigentlich nur das Zentrum von Gotham evakuiert oder stehen die Villen auch leer? Scarecrow hat die ganze Stadt bedroht, Selina. So eine Tragödie. Dann rette mal die Welt. Ich passe auf, dass Bruce Wayne seine Türen verriegelt hat. Viel Glück dabei. Ja, dann. Was ist das denn? Okay. Betrüger, Lügner, du dummer Amateur. Sieh dir an, worauf du mich reduziert hast. Wenn du nicht selber einsehen willst, dass du dein offensichtlichen Meister gefunden hast, werde ich dich auf dein Niveau herabbegeben und dich zwingen. Ich habe diesen Anzug speziell entwickelt, um mich gegen deine brutalen Exzesse zu schützen. Los doch! Verstehe also, dunkler Ritter, dass dies vor allem ein intellektueller Sieg ist. Du hast mich überlistet? Ich werde dir eins überziehen! Ich atomarisiere dich! Bestandteile auf! Endlich! Ich werde dich aus dieser Gleichung subtrahieren! Von dir wird nur Asche bleiben! Angst! Aber wie kriegen wir den? Genug! Das ist würdelos! Du bist würdelos! Willst du das zu Ende bringen, Detektiv? Die Ehre musst du dir verdienen! Löse jedes einzelne Rätsel in dieser Stadt, dann kämpfe ich, Batman. Aber keinen Moment eher. Wir können dich auch einfach hier lassen, Eddie. Los, Batman. Die Mieze will etwas Spaß. So, so. Was ist das denn hier? Ich war die ganze Nacht hier eingesperrt, Süßer. Gehen wir. Alles klar, dann gehen wir mal raus als Catwoman und dann machen wir mal ein bisschen die Stadt unsicher, ne? Catwoman, Arkham Knight. Oh, frische Luft, Freiheit und Dunkelheit. Perfekt.
Wie sollen wir das feiern? Ich kenne ein paar arme, hilflose Museen. Aber andererseits kenne ich auch ein paar Hotels. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Es gibt noch einiges zu tun. Natürlich gibt es das. Du weißt echt, wie man die Stimmung versaut. Nimmst du dir auch mal eine Nacht frei? Ziehst du dir auch mal den Anzug aus? Nicht in einer Nacht wie dieser, Selina. Das ist mein Leben. Schön. Ich schaue mir mal ein, zwei Kunstgalerien an, während die große böse Fledermaus beschäftigt ist. Willst du dich nicht bedanken? Warum? Ist doch dein Job. Ja, das hat immer Spaß gemacht, auch als Catwoman unterwegs zu sein. So, haben wir denn hier eine neue Mission? Aber ich glaube, eigentlich machen wir jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Okay, wir machen erstmal eine Aufnahmepause. Ich kann ihn nicht auf freiem Fuß lassen. Ich hole mir seine Trophäen und bringe ihn hinter Gitter. Das machen wir auf jeden Fall, aber wir, ich sehe ja gar nichts. Ich vermisse Scarecrows Reden. Hat sich richtig nach Halloween angefühlt, wobei der Riddler witziger ist. Was seid ihr denn für Trottel? So, das heißt, wir sehen uns entweder in der nächsten Aufnahme oder ich weiß auch nicht, ob wir, weil wir jetzt ja fertig sind eigentlich mit der Geschichte, ob es da noch eine Aufnahme geben wird. Vielleicht haue ich noch ein bisschen was an Nebenmissionen raus und dann, ja, bis dann. Also vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Bis dann. Tschüss.